Willkommen zurück bei Risen 3 Titanlords. Mit diesem Bild bin ich gerade ins Spiel gekommen und ich war schon herbst schockiert, weil ich dachte, wir haben den Speicherstand verloren. Ich habe nicht gespeichert oder irgendwas. Denn mit diesem Anblick sind wir vor, weiß nicht, 3, 4 Folgen angefangen. Aber zum Glück hat sich der Charakter einfach nur umgedreht. Da, wir sind genau da, wo wir aufgehört hatten. Wir sind auf dem Weg raus von Puerto Sacarico. Und wollten uns diese Deserteure nochmal angucken. Wir haben den Auftrag bekommen, die umzubringen. Aber natürlich werden wir das nicht tun. Nein. Wir werden nicht diesem komischen Typen folgen. Und hier sind überall diese kleinen Löcher da auch wieder. Das wird garantiert kommen, sobald wir Affen kontrollieren können. Ich denke, wir werden das können. Ich habe noch nichts davon gesehen. Hier oben haben wir, glaube ich, hier schon mal. Das sehe ich gerade, ich habe den Timer noch gar nicht gestartet. Moment, Sekunde. So, Timer. Und Start. So, dann geht uns da auch nichts verloren. Ja, also, wie ich schon sagte, wir sind natürlich auf der Seite der Außenseiter. Wir als alleingehende Abenteurer. Und diese komischen der Leute vom Militär, denen wollen wir gar nicht erst vertrauen. So, was sagt er denn dazu? Dass wir ihn umbringen sollen. Oh, er hat Fleisch da. Braten wir doch erstmal. Na, super, ein Stück Fleisch. Hat's ja jetzt gebracht. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ist ja gut. Ich soll dich von Sebastiano grüßen. Oh, ich schätze, jetzt bin ich wirklich im Arsch. Bleib locker, das stimmt. Nein, bleib locker. Bleib locker. Ich soll locker bleiben? Klar, gib mir einfach 200 Gold und ich sage Sebastiano, dass die Sache geregelt ist. Das würdest du für mich tun? Wenn du mich das nochmal fragst, überlege ich es mir vielleicht nochmal. Ist ja gut, hier ist dein Gold. Ja, erpressen und dann auch noch Gold verdienen. Und er ist sogar noch dankbar. So soll's immer gehen. Ich halte die Stellung. Ja, halte du mal. Immer schön die Stellung halten, wenn du nebenan gesucht und gejagt wirst. So, und der andere war doch da oben, oder? Schon wieder für mich eine ganze Woche her. Ich mache quasi immer eine Woche Pause während der Aufnahmesessions. Gucken, was hatten wir hier? Ah ja, genau, stimmt. Hier hat man den das erste Mal getroffen, dann sind wir mit nicht mehr rein. Genau, genau, genau. Da hinten steht er ja dann. Dieses komische Licht hier mit den weißen Bäumen. So spart man Texturen. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. Das hat irgendwie ein sehr geisterhaftes Feeling. Warum nicht klar ist, warum die Bäume hier weiß sind. Sebastiano möchte dich tot sehen. Ich weiß. Und was gedenkst du zu tun? Gar nichts. Gar nichts. Halt dich weiter versteckt. Wenn du dich nicht blicken lässt, wird dich jeder für tot halten. Du hast Schneid, Junge. Das gefällt mir. Ja, ne? Das waren die einzigen beiden Deserteure, oder? Allianz mit der Inquisition. Ja, sind also verbündet, das wollen wir aber gar nicht. Okay. Del Fuegos Leiche, was gibt's denn da noch zu tun? Da. Richtung Osten gegangen. Jersche treten. Na, gucken wir nochmal. Rodriguez kleines Problem. Na, da müssen wir schleichen für können, glaube ich. Die Sache mit Vasco ist auch erledigt. Aha. Und da haben wir auch wieder ein legendäres Wasser. Also wir haben sehr viele Quests, die wir verfolgen können. Sehr, sehr viele. Die Kiste kennen wir, oder? Natürlich ist die verschlossen. Ich
wette, so langsam bin ich den ersten Niedrigen schon aus dem Weg gegangen. Hätte ich schon längst die Emo kriegen können. Ich wüsste aber auch nicht wo, weil eigentlich suchen wir ja alles sehr, sehr gründlich ab. Es müsste schon ein herber Fehler sein, die zu übersehen. Gut, dann gehen wir nochmal kurz wieder zurück. Ist ja nicht weit zur Stadt. Quatschen da nochmal kurz. Aber ich verstehe nicht, warum das mit Vasco nicht geklärt ist. Da ist das Lock ein bisschen undeutlich, muss ich schon mal sagen. Ein kleiner Frosch im Hals. Ich trinke mal. So, da geht's auch schon weiter. Oh, ja, stylisch. Ich halte die Stellung. Ja, er macht doch nichts weiter. Wir süppeln erstmal ein bisschen Wasser. So, und wieder Ruf. Mir fehlt gerade so ein bisschen der Überblick. Was die große Hauptquest ist, die wir gleich noch verfolgen sollen. Hier auf der Insel. Wir haben uns ja noch nicht über lang umgeschaut. Das tun wir natürlich auch noch. Einen Großteil der Insel haben wir, glaube ich, mittlerweile auch schon durch. Aber wir haben noch ein paar Inseln vor uns, die wir alle noch erkunden können und werden. So, da sind wir wieder in Puerto Sacarico. Gucken mal, was der Gouverneur, was wir ihm so erzählen können. Ich würde ganz gerne endlich mal schleichen lernen. Das gibt's doch nicht. Vielleicht hätte ich erstmal zu einer anderen Insel gemusst, um das zu lernen. Das kann natürlich gut sein. Haben wir auf dem Schiff schon noch? Kamen wir da gar nicht drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Na? Ich muss mich um die Truppe kümmern. Ja, das tust du sehr gut, indem du die ganze Zeit unten an der Treppe stehst und nichts tust. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in ein... Da wäre noch was. Ja, Ruhe da. Der Soldat Vasco ist tot. Sehr gut. Ich hoffe, er hat seinen Verrat teuer bezahlen müssen. Zeig bei Severin keine Gnade. Erstatte mir bald wieder Meldung. Da wäre noch was. Der Soldat Severin wird dir keine Probleme mehr bereiten. Das ist eine großartige Nachricht. Er war des Ranges eines Kommandanten sowieso nicht würdig. Ja, und du, deines Gouverneurs oder was auch immer, du bist auch nicht. Ich habe mich um die Deserteure gekümmert. Gut gemacht. Das wird den anderen eine Warnung sein. Hier hast du noch mal eine extra Belohnung. Hui, sehr nett. Mach dich nützlich. Ja, so. Wenn der jetzt so lange braucht, um runterzukommen, könnte man da theoretisch hier mal rein und irgendwas klauen? Ich wüsste aber nicht, was. So tolle Sachen stehen hier gar nicht rum. Moin. Hier ist so ein Bett, verschlossene Truhe überall. Steck ja nichts ein. Ja, ich weiß, du passt auf. Blöder Typ, ey. So, können wir jetzt wieder noch eben mit den Leuten hier quatschen, dass wir deren Leute gerettet haben. Hier kriegen wir auch noch was für. Nö, hier können wir nur handeln, wie vorher auch. Bei ihm auch. Schleichen konnte man nicht bei denen lernen, ne? Was kann ich von dir lernen? Was möchtest du wissen? Schleichen möchte ich lernen. Büchsen nach Kugelsicher, Schnaps brennen, nein. Der Koch kann man das doch noch nicht beibringen, oder? Er ist ja eigentlich kein Koch, hat er uns ja gesagt. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen möchtest. Na gut. Das geht doch sehr in Koch-, Arznei- und Tränke-Richtung. Dann gehen wir doch mal wieder nach Norden. Also wir sollen ja nach Osten, ist der Typ ja abgehauen angeblich. Aber hier im Norden waren wir noch gar nicht. Das heißt, da gucken wir uns jetzt mal um. Speichern mal hier am Ausgang. Ups, haben wir das schon gesehen hier? Ach ja, gut. Das kennen wir. Ja, stimmt, hier war dieses komische Gebrummel, ne? Und wir haben auch ziemlich viel Proviant. Ja, stimmt, das hatten wir alles eingekauft. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich daran, was ich selbst getan habe. Das ist schon mal gut. Ja, da kann man nichts looten. Da
qualmt im Busch. Da ist doch was im Busch. Was ist das? Ach, das ist die Stadt. Ja, sehr gut. Orientierung plus 1. Da ist eine Hütte. Komische Krabbelviecher. Was ist das? Alles sind diese Mini-Dinos. So, schauen wir mal, was wir da haben. Oh, zweiter. Weg. Okay, machen Doppelangriffe. Oh, jetzt sind wir gegen 3, das ist aber auch schon. Gucken wir mal, was wir so ausrichten können gegen 3 von den Biestern. Die schreien wenigstens voll und kündigen den Angriff da so ein bisschen mit an. Oh, jetzt bin ich gerade aber hier. Wieder konzentrieren gegen 3 Gegner. Und so erst recht nach der langen Pause wieder. Ein bisschen sehen, dass wir taktischer zuschlagen. Ja, da war ich nicht schnell genug. Oh, aua. Na, da hing er wieder fest. Da hing er wieder am Stein fest. Oh. Müssen wir in den Rhythmus reinkommen. Na, schroll doch. Gucken, ob das noch gut ausgeht. Oh, 3 ist schon schwer. So, aber damit haben wir es. Jetzt haben wir nur noch einen vor uns und der ist auch weg. Sehr gut, wir haben es geschafft. Hochheilen, wieder was essen. Ja, so langsam könnten wir wieder ein bisschen bessere Ausrüstung kriegen. Wir haben die schon sehr lange. Wobei, hatte ich nicht letztens irgendwann ein Amulett gefunden? Fällt mir gerade ein. Wir haben ja so ein Offiziers... Ah, stimmt, den wollten wir nicht haben, ne? Weil Pistolen waren mir nicht so wichtig. Wir haben ein Amulett. Kritische Treffer, Kugelsicher und Alchemie. Auch, warum nicht, ne? Haben wir denn noch mehr gefunden? Ja, das sind diese alten Klamotten, die wir noch haben. Die bringen uns nicht viel. Jetzt haben wir noch ein paar andere Fechtmesser. Warum wird denn der Schaden gar nicht verglichen? Wir brauchen das Fechtmesser für andere Zutaten, für ein anderes Messer. Na gut, gucken wir mal, ob wir später noch ein bisschen craften können. Entschuldigung. Da konnte ich gerade nicht mehr muten. So, noch eine Schädelblüte. Haben wir noch welche von den Biestern? Meine, die ist doch irgendwo ein Nest. Was sind das denn für Typen? Vielleicht werden die uns helfen. Oder wir bekämpfen sie gleich einfach mit. Sieht so aus, als würden sie mir helfen. Und mir den Ruhm klauen. So muss es sein. Ja, ne? Bisschen gemein, dass sie mir einfach den ganzen Ruhm wegnehmen. Osorio. Geborene. Schauen wir uns doch erstmal eben wieder um, wie wir das halt kennen. Da geht's irgendwo rauf, das machen wir später. Da ist eine Pflanze. Ich brauche einen Dietrich. Oh, nö, natürlich, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Mal Ratten, ist ja eklig. Sehe schon kommen, irgendwann kriegen wir einen Skill, dass wir die Ratten noch brauchen. Ich hab's alle umgebracht. Wir haben keine mehr im Spiel. Du trampelst wie ein Gorilla. Ich kann ja auch noch nicht schleichen, Mann. So, Osorio. Verschwinde, haben sie gesagt. Und der gute Osorio verschwindet auch noch. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Wer mir? Diese ganze Insel. Ich sollte jetzt eigentlich in der Küche von Puerto Sacarico sitzen. Ich wollte schon sagen, das Gesicht kommt mir doch bekannt vor. Was
Was ist denn überhaupt los? Was ist denn überhaupt los? Das ist doch... Die ganze Welt geht den Bach runter und du fragst mich, was los ist. Nur falls es dir entgangen ist, ich sitze hier mitten in der Pampa. Und die feinen Herren Soldaten sitzen da oben in meiner Küche. Was macht ein Koch bitte ohne seine Küche? Sich einen neuen Beruf suchen? Du, ich sage dir, treib es nicht zu weit. Aber er hat ja nicht Unrecht. Oder eine neue Küche suchen, das geht natürlich auch. Was ist mit der Plantage passiert? Na, wonach sieht's denn aus? Die Schatten haben hier gewütet wie eine Herde Warzenschweine und haben sich dann urplötzlich wieder aus dem Staub gemacht. Von dem Zuckerrohr ist so gut wie nichts mehr übrig. Dann gibt es also auch keinen Rum mehr? Goldrichtig, Junge. Es gibt nichts mehr bis auf meinen eigenen kleinen Privatvorrat. Ja, dann hole ich mir den und bin dann wieder weg. Du hast doch sicher ein paar Buddeln Rum für mich übrig. Ich sagte, das ist mein eigener Privatvorrat. Wie kommst du darauf, dass ich teile? Du kannst das doch unmöglich alles saufen. Naja, wenn ich einen guten Tag habe, trinke ich schon die eine oder andere Buddel leer. Aber, ich will mal nicht so sein. Hier, mehr gibt's nur gegen Gold. Klar? Was hält dich hier noch auf Takarigua? Wehe, du fängst jetzt an zu lachen, aber... Naja, als die anderen mit dem Schiff abgehauen sind, habe ich gepennt. Als Koch hat man halt einen anderen Schlafrhythmus. Tja, und jetzt sitze ich hier mit den Eingeborenen. Immerhin bist du nicht allein. Ja, toll. Die verstehen doch kaum ein Wort. Ist aber auch zu geil. Lässt Fidelfeld zurückgelassen und schläft weiter. Hat er wenigstens einen guten Schlaf gehabt. Warum gehst du nicht zurück in deine Küche? Oh, welch wunderbarer Vorschlag. Dir ist wohl nicht klar, dass die mich da oben wie einen Truthahn rupfen würden. Zivilisten dürfen sich nicht mehr in Puerto Sacarico aufhalten. Bei denen ist so dicke Luft, da ist mir der Rauch auf der Plantage 100-mal lieber. Ich bin auch Zivilist, also Pirat, ja, aber ist mir ja nicht vom Militär. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Da brat mir einen Storch. Du bietest mir Hilfe an? Es gibt da tatsächlich eine Kleinigkeit, die du für mich tun könntest. Die wäre? Naja, vor kurzem hat mich ein Vogel in der Nacht bestohlen. Kam einfach vom Berg runtergeflattert und hat sich meinen Goldbeutel gekrallt. Ja. Was für ein Vogel war das? Ja, was weiß ich denn? Ein Vogel eben. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es kein Suppenhuhn war. Also pass auf. Bring du mir meinen Goldbeutel wieder und ich überlege mir eine Belohnung. Sag mir nur Bescheid, wenn du dich auf die Suche machst. Das, jetzt weiß ich, wer gemeint war. Deswegen stand da, der Vogel war ein Mensch. Das ist der Typ, dessen Versteck wir auch geplündert haben, oben auf dem Berg. Was ist daran besonders? Was ist an deinem Goldbeutel denn so besonders? Gar nichts. Aber wenn ich meinen Arsch mal von der Insel schaffen will, ist ein wenig Startkapital nie verkehrt. Macht Sinn. Abgemacht. Ich werde deinen Goldbeutel zurückbringen. Ich nehme dich beim Wort, Junge. Viel Glück. Ich habe deinen Goldbeutel gefunden. Was? Und ich dachte, ich sehe das Ding nie wieder. Hoffentlich musste dieser Vogel dafür ordentlich federn lassen. Naja, mehr oder weniger. Ist doch nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe ihn zurück. Und meine Belohnung? Hier, hast sie dir verdient. Was kannst du mir verkaufen? Sieh dich einfach mal um. Das finde ich eigentlich immer ganz witzig, wenn man Quest schon abgeschlossen hat, bevor man sie annimmt. Dann geht das immer ruckzuck. Das ist eigentlich beim Erkunden immer das Coole. Und das mag ich halt auch, dass man die auch vorher erledigen kann. Also es gibt ja auch oft Spiele, wo das erst geht, wenn man die Quest angenommen hat. So ist es so richtig schön, so ist in der Welt zumindest stimmig, was die hier gemacht haben. Also wir haben in einem Machete noch ein bisschen Sachen kaufen. Will ich das alles kaufen? Ich habe nur 3500. So gerne will ich das jetzt nicht. Ich habe noch Rum, die kaufen wir nochmal beide. Trank des Diebes. Na gut, können wir auch noch kurzzeitig Schlösser knacken mit erhöhen.
Da haben wir jetzt auch nicht viel von. Ja, was können wir denn verkaufen? Haben wir schon noch ein paar Sachen? Plunder. So, Fernrohr wollte ich behalten. Haben wir mal. Oh, das kostet. Oh. Naja, egal. Haben wir Fernrohr verkauft. Spitzhacke behalte ich. Messer und Meißel wollte ich auch behalten. Baupläne behalte ich. Zucker. Altes Wissen. Geheimnisse, die nur auf Artenschlüsse werden. Kann ich da irgendwas dann machen? Das schaue ich mal nach. Mal die Jade wollte ich behalten. Die Perlen. Können wir verkaufen. Das Golderz behalte ich auch mal. Die Kugeln. Hä? Brauche ich die noch für irgendwas? Sind das die Gewehrkugeln? Für Flinten und Pistolen. Das ist doch kein Plunder, Leute. Hallo? So. Sollen wir mal eben gucken. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte ins Inventar. Und nochmal eben schauen, ob ich diese komischen alte Wissentafeln benutzen kann. Nö, kann ich nicht. Werden also verkauft. Was kannst du mir verkaufen? Seh dich einfach mal um. So, Plunder. Verkaufen. Plunder. Haben wir noch? Plunder, hallo. Altes Wissen. Ach, war nur eine. Ach, hat sich jetzt ja voll gelohnt. So, und ich weiß, es ist feige, aber vor dem Taschendiebstahl wird einfach nochmal gespeichert. So, mit dem guten Ontario haben wir auch dann diese Folge hinter uns gebracht. Ich würde mich gerne das Lagerfeuer setzen, wenn ich könnte. So, gucken wir einfach nur mal hier mystisch durch das Feuerrot rein. Gut, wir schauen uns hier in der Ecke nochmal um. Sein Geldbeutel haben wir schon geholt, das heißt, es ist schon erledigt. Hier schauen wir uns mal die nächsten Ecken auf der Insel an. Alles das beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.